Wir nennen sie Anlage B. Sie war ursprünglich ein riesiges Gehege und Forschungslabor für unsere Dinos. Wir haben keine Kosten gescheut. Sie wollten wohl nicht alle Eier in einem Brutapparat aufbewahren, was, John? Nun, so kann man das sicherlich auch sehen. Und wie noch, John? Es geht um die Diversität der Umwelt. Mit anderen Worten, Sie waren sich nicht sicher, ob Sie auf Isla Nubla überleben würden. Darwins berühmteste Werke handeln von Spezies, die auf den Galapagos-Inseln lebten. Völlig isoliert. Ein weiterer Vorteil ist, dass uns nicht jeder ständig auf die Finger schaut. Und potenzielle Rettung ist auch nur ungefähr tausende Meilen entfernt. Sie sind immer so negativ, Dr. Malcolm. So, huch, da war die Maus nach unten. Jurassic Park Ära freigeschaltet. Sandkasten und Herausforderungsmodus. Sie können jetzt beim Start einer Herausforderung oder im Sandkastenmodus auf jeder freigeschalteten Insel Jurassic Park Ära auswählen. Auf Inseln in der Jurassic Park Ära gestartet worden, können sie nur Jurassic Park Gebäude gebaut werden. Ah ja! In diesem Sinne, Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jurassic World Evolution im DLC oder beim DLC zurück zum Jurassic Park. Mission Nummer 3 erwartet uns. Let's go! Erst widmen wir uns den wichtigen Dingen. Cabot. Ja, Sir, Mr. Hammond. Ich denke, wir brauchen eine neue Operationsbasis. Einen Ranger-Außenposten und ein Besucherzentrum vielleicht. Wäre ein gutes Hauptquartier. Okay. Bauen Sie eine Ranger-Außenposten und sorgen Sie für dessen Anbindung. Bauen und verbinden Sie ein Besucherzentrum. Das kriegen wir doch hin, Leute. Auf Isla Sorna. So, jetzt gucken wir mal. Ah ja, hier schön kreuz und quer alles. Hier haben sie noch ein paar Dinos. Quasi alles ohne Gehege. Die leben hier frei. Gucken wir mal ganz kurz. Gibt's nur die? Wussten Sie beide von dieser Insel? Natürlich nicht. Wir tappen genauso im Dunkeln wie Sie, Dr. Malcolm. Wer weiß. Ah ja. Vielleicht können unsere minderwertigen Gehirne nur nicht mit dem Chaos umgehen. Ungewissheit mag den Weg beleuchten. Chaos betrifft alles Unerwartete. Deswegen bin ich hier. Ich bin wegen der Dinosaurier hier. Und wegen der reizenden Dr. Sadler, wenn ich mich nicht irre. Das geht Sie nun wirklich nichts an. So, also wir haben ja gesehen. Also ich kann es ja nochmal zeigen kurz. Ich wollte nur nicht dazwischen reden. Da sind Dinos, da und hier dann später wahrscheinlich. Also sehen wir schon, hier sollte wohl das Besucherzentrum hin. Und da werden wir es auch hinstellen, wie es gewünscht ist. Halt, das war's gar nicht. Halt nicht Gehege. Hier. Zack. Und dann drehen wir das Ganze. Und dann platzieren wir das Ganze. So, da wird's gebaut. Wir brauchen aber auch noch Strom. Und wir sollen natürlich noch einen Ranger-Außenposten bauen. Den bauen wir gleich mal mit hier hin. In mittelbarer Nähe tatsächlich. Damit die Menschen, die uns besuchen hier im Park, sich sicher fühlen. So. Fünf Stunden später. Bin mal gespannt, wie lange die Mission jetzt geht. Wege nicht verbunden. Jawohl, ich muss ja warten, bis das hier fertig ist. Gucke doch mal. Nur warte doch mal. Nur Freile, nur prima. 5 Stunden später. Naja, ich muss warten. Guck mal. Aber da ist es. Ich meine, die Palmen mussten ja auch erstmal noch wachsen. Weißt du, die mussten ja erstmal noch. So, da ist es. Würde ich sagen, erstmal Wege. Zack. Hier haben wir auch noch einen. Zack. Muss ja irgendwann hier runtergehen. Genauso wie der hier ja irgendwie in die Richtung gehen muss. So, dann verbinden wir die hier noch.
Wieso ist der nicht verbunden? Nee? Also, dass er Strom braucht, okay, aber dass er nicht verbunden ist? Das verstehe ich nicht. Aber gut, wir bauen Erdwärmekraftwerk. Jawollo. Bauen wir aber mal irgendwo hin, wo jetzt nicht unbedingt Trubel ist. Terrain-Einschränkungen. Die Schweinchen. So. Ach ja, Stromnetz. Können wir das nicht hinten lang bauen? Das geht in dem Heli nicht, guck mal. Jetzt geht's. So. Sieht das kacke aus, hätte ich auch einfach hier lang, aber das wäre so von vorne. Das finde ich nicht so nice. So, jetzt nochmal Weg. So, guck mal. Aber wieso ist der Weg nicht verbunden? Ganz komische Geschichte. Ganz komische Geschichte. Aber wir gucken. Wenn das fertig gebaut ist, ob es dann immer noch heißt. Aber wieso ist Weg nicht verbunden? Und warum ist hier immer noch kein Strom? Brauchen die noch... Ah, die brauchen noch ein Umspannwerk. Na gut. Ach ja, okay. Dann bauen wir das mal auch hier so mit ran. So. Und dann wahrscheinlich hier hinten noch eins, damit die auch Strom haben. Drehen wir mal so rum. So, aber das mit der Straße raff ich nicht. Gibt es denn hier irgendwo anders noch Straßen? Hä? Hat jemand im Chat eine Idee? Oder weiß das sogar? Vielleicht zum Hafen? Was denn für ein Hafen? Hier gibt es keinen Hafen. Die kommen mit dem Flugzeug hierher, also mit dem Helikopter. Oder müssen die hier verbunden sein? Ich meine, ich kann das ja ganz sneaky jetzt, wenn das der Wunsch von denen ist. Das ist doch das Ankunftshelipad. Ach, das ist das Besucherzentrum. Halt. Ich brauche noch... Ja, ich hab's verstanden. Ankunftshelipad. Das brauchen wir noch. Na, ganz ehrlich, das stelle ich hier direkt mitten in die Mitte. Ich glaube, so kacke sieht das da noch gar nicht aus. Halt so rum. Bisschen schade, dass man das nicht so... So. Das brauchen wir noch. Ha? Learning by doing. Guck mal. Leider ein bisschen schräg. Das, da kriegt mein Christine Wittler-Auge schon wieder wieder Krise, aber wat mut dat mut? Wat mut dat mut? Kann man das eigentlich verrücken? Nö. Nur abreißen. Alan. Wir müssen die Maßnahme gegen Vermehrung an der wilden Dinosaurierpopulation von Isla Sorna testen. Okay, Ellie. Ich habe eine geeignete Gruppe Dinosaurier ausgemacht. Isolieren wir sie, um Tests durchführen zu können. Ja. Okay. Jetzt müssen wir die Stegos finden. Dinosaurs! Stego, da. Missionsziel. Ach, das sind immer die Missionsziele, verstehe. Die sollen wir isolieren. Isolieren Sie die Dinosaurier von den anderen. Heißt das, ich soll nur die wegtreiben oder soll ich die in ein direktes Gehege packen? Das ist ja jetzt die Frage. Weil letztendlich
Wenn ich die nur treiben soll, dann fahre ich da einfach hin. Und scheucht die quasi. Kann ich denn hier lang fahren? Ja. Was ich halt cool finde, dass du hier wirklich so rumfahren kannst, das macht das Ganze nochmal so ein bisschen... wie sagt man? Zu keinem reinen Strategiespiel. Guck mal, da sind sie. Und auch irgendwo hupen. Ah ja, hier. Hut, Hut. Die mich angreifen? Oh. So ein bisschen wie so ein Hirten. Oh, einer ist mir entkommen. Weil wenn ich die jetzt nur weg, wenn ich die jetzt nur... Boah! Na gut, oder betäub die einfach. Oder? Ja, der rennt auch nicht mehr weg jetzt. Die sind jetzt... Die haben das Hupen satt. Wo ist er hin? Da. Puff. Ach, ich dachte, er läuft noch ein Stück. Okay, die brauchen halt zwei Hits. Zwei Hits, damit sie... Oh, daneben. Damit sie schlafen. Dieser Bullet Drop, Alter. Ah, ich muss näher ran. Frage ist ja auch, wie lange schlafen die? Er läuft doch geradeaus. Ah, jetzt hat er aufgehört. Okay, warte. So. Ja. Ah, braucht aber zwei Hits. Bam. Okay, den haben wir auch. Okay, das waren auch zwei Treffer. Ich hätte den falschen Treffer. Okay, wir lassen mal den Rest. Übernehme Steuerung. Aufgabe hinzufügen. Betäuben. Einverstanden. So. Jetzt haben wir noch... Ah ne, das sind nur die. Das ist das Ranger-Team. So, das heißt, wir brauchen jetzt hier noch den das Transport-Team. Da liegen sie. Einmal den bitte. Die isolieren wir jetzt, indem wir hier hochbringen, würde ich sagen. Hier hin. Puff. Sammle Produkt ein. Bestätige Anfrage zur Produktabbildung. So. Dann werden die ja isoliert, oder nicht? Die Saurierbedrohung, warum das denn? Zur Abholung des Produkts unterwegs. So, jetzt die Frage. Transportiere Produkt. Ah, hier, guck mal. Produkt wird transportiert. Haben wir noch irgendwo ein Stego? Nö, das ist der letzte, wa? Das ist der letzte. Ne, da ist noch einer. Bestätigt. So, let's go. Gucken, wie gut er trifft. Oh ja, war ein Treffer, Digi, war ein Treffer. Den jetzt noch. War auch ein Treffer. Das war kein Treffer. Jetzt wird's dunkel. Na, komm hier, Ranger, zeig mal, was du kannst. Oh, der war aber getroffen, oder? War daneben? Der springt gleich die Klippe runter, wenn du so weitermachst. Komm mal her hier. Puff. Produkt transportiert. Da schläft er. So, jetzt müssen wir wieder da hoch.
Gucken wir es von hier aus hin. Ah. So, einmal den. Produkt zugestellt. Dahin. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Den. Dahin. So. Ich gehe mal davon aus, dass das so gemeint war. Ansonsten baue ich da jetzt halt ein Gehege drum, aber kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube einfach nur wirklich die einzeln bringen. Mal hier noch so für Dinos. Das hier ist ja kein Para, das sind so andere. Wie heißen die denn nochmal? Moment. Corythosaurus. Stimmt, die waren das. Mal hier noch für welche? Apaches. Und Gullies, okay. So, mal sehen, ob jetzt die Mission hinhaut. Wenn die beiden hier ankommen. Aber ich denke mal schon, dass das so gemeint war. Deswegen war da oben auch noch frei. Konnte er kurz mal fliegen, der Stego. Ist der Letzte? Der Letzte seiner Art. Der da noch hinter muss. Da sind sie. Also es wäre ja dann isoliert, oder nicht? Das wäre ja dann isoliert. Oh, einer fehlt noch. Da kommt er. Das Lied passt auch gerade so dazu, so ein bisschen so Action. So, einmal runter, bitte. Schön dunkel hier, aber es ist ja auch nachts. Aber hier steht halt auch nicht. Wie zuvor müssen wir auch den Dinosauriern auf der Insel Verhütungsmittel verabreichen. Isolieren Sie die Stegosaurier von den anderen Dinosauriern. Hm. Testen Sie Ihre Spezies, bevor Sie den gesamten Bestand behandeln. Fragen Sie dazu eine Gruppe und isolieren Sie sie. Gehege. Zu viele Dinosaurier führen zu einem Misserfolg. Ja. Das hat also nicht gezählt. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Das heißt, ich muss hier wirklich ein Gehege ziehen oder was? Ja gut, aber dann mache ich einfach hier vorne zu und fertig, oder was? Wenn ich jetzt hier gucke, brauche ich eigentlich nur hier einen Zaun ziehen. Wenn ich den Zaun bauen kann. Kann ich. Beziehungsweise, warte mal. Wir brauchen ja erstmal eine Brutstätte und ein Tor. Beziehungsweise, wir kriegen erstmal eine Futterstation. Bodenfutterstation? Ja. Da hinten. So. Aber dass das nicht als isoliert zählt, ist auch ein bisschen komisch. So, ich weiß nicht, ob die jetzt unbedingt eine Gehegestation brauchen. Aber machen wir einfach mal. Machen wir mal hier hin. Und dann ja noch ein Zaun. Muss halt mal gucken. Können die denn hier lang? I don't know. Das ist ja die Frage, ob das hier so reicht. Werden wir sehen. Werden wir sehen. So, jetzt brauchen wir einen Weg bis dahin, logisch.
Wir verabreichen das Mittel durch die Futterstation. Das ist ein erheblicher Fortschritt gegenüber der alten Verabreichungsmethode via Injektion. Und Mr. Hammond möchte sicherstellen, dass das funktioniert. Wir werden die betroffenen Dinosaurier beobachten, bis wir wissen, ob die Behandlung effektiv ist. Das ist ein Riesenweg bis dahin. Müssen wir die Dinosaurier nicht mehr so häufig betäuben. Außerdem wird es ihr Unbehagen abschwächen. Es muss für ein prähistorisches Tier verwirrend sein, von einem Fahrzeug verfolgt zu werden. Ich meine, wie soll es mit so etwas umgehen? So habe ich das noch nie gesehen. Sie haben genauso viel Angst vor uns, wie wir vor Ihnen. Also, falls ich Angst hätte. Angst ist Überlebensinstinkt, Cabot. Jedes Tier ohne Angst wäre nicht lange hier. Dann bin ich wohl für immer hier. So. Stromanbindung machen. Muss man wahrscheinlich gar nicht. Mission ist ja... Stellen Sie sicher, dass der Dinosaurier eine Futterstation hat. Ja, haben Sie doch. Aber gut, dass die Zeit nicht runterzählt. So, Strom haben Sie. Die haben noch eine Futterstation. Guck, die fressen doch sogar. Hä? Stellen Sie sicher, dass die isolierten Stegosaurier-Gruppe eine Futterstation hat. Hat sie doch. Aber dann reicht das sozusagen, wenn man hier zumacht. Finde ich gut. Ich meine, die könnten hier noch raus, rein theopraktisch, aber... Die Dinosaurier ausbrüten. Ich will nur mal kurz gucken, was man... Ah, alle schon freigeschalten. Guck dir das an. Spino auch. Das sind wirklich die normalen, ohne DLC. Ich weiß gar nicht, ob jetzt Dinos dazu kamen mit dem Jurassic Park DLC, aber ich glaube es ja nicht. Da geht es nur um die Mission. So. Jetzt ist nur die Frage der Fragen ist, die haben noch eine Futterstation. Bauen wir das Forschungsmodul, wir haben ja Knete. Wir haben ja Knete. Muss ich jetzt noch eins bauen oder was? Zeit zählt halt auch nicht runter. Was brauchen die denn für eine Futterstation? Sieht man das irgendwo? Der Stegosaurus ernährt sich aus Bodenfutterstationen für Pflanzenfresser. Möchten die jetzt wirklich, dass ich da eine neue hinsetze? Okay, Moment. Kein Problem. Da schlafen sie, guck mal. Ach, jetzt zählt die Zeit, guck mal. Ist quasi so getaktet, dass das erst ab dann zählt, wo du das auch setzt. Na gut. Dann ist das so. Aber es ist gar nicht so einfach, auf der Insel zu bauen. Du hast ja wirklich immer nur die Stellen. Das bedeutet, du müsstest hier jetzt eine Straße lang bauen. Oder den Besucher mit einer Safari-Tour quasi hier runterfahren. Aber anders würde das ja gar nicht gehen. Bei der Map. Die ist nicht so cool. Was haben wir denn da unten? Ach, hier kommen die Besucher. Guck mal, wo die herkommen. Müssen erstmal übelst nach da oben. Oh, was denn jetzt? Wieso ist denn die Zeit angehalten? Stellen Sie sicher, dass sie... So, da können wir nur drei dran essen, oder was? Muss ich vielleicht zwei bauen? Gucken wir mal. Das kann sein, dass da nur drei ranpassen. Guck mal, der dreht hier sogar schon Runden und will da sofort hin, oder was?
greift umher. Ah ja, guck mal, jetzt zählt's weiter. Ich verstehe. Zwei war das Zauberwort. Zwei vor der Station. Naja, lass die mal angucken, Großer. Hey. Zack. Wozu brauchen die Futterstationen, wenn die doch hier auf dem Boden fressen? Dies verstehe ich nicht. Aber Hauptsache die Zeit zählt da unten. Mehr möchte ich gar nicht. Na, was guckst du? Oh. Was hat er denn jetzt? Ich glaube, er hat Durst. Durst hat er, Brand. Der hat einen Pfefferkäfer gegessen. So. Ja. Das ist eine Art Restaurant für Dinos. Ja. Ach, guck mal, das sieht schon cool aus von der Grafik her so. Wenn mir jetzt noch vorstelle, der Spiel hätte Raid Racing. Alter, das wäre krank. Ich freue mich auch so auf Teil 2 schon. Teil 2 wird wirklich, glaube ich, auch wieder richtig crazy. Auch die glitzern richtig hier, also die glänzen, wenn sie nass sind. Das Spiel hat grafisch auf jeden Fall schon echt was wir drauf. Wir sollten jetzt die Dinosaurier beobachten und ihre Verhaltensänderungen dokumentieren. Fotos sollten reichen. Ich fertige eine Liste an. Jawohl, ich hole ja schon den Jeep. So, guck mal, die haben nicht mal ein Dach, das heißt, die wären nass da drin. Map, map. Bin echt mal gespannt. Teil 2 sieht bestimmt noch krasser aus dann. Wieder Fotos schießen hier. Papa, Paparazzi. Die einzigen Besucher sind gerade Angestellte, kann das sein? Tch. Wow, das war knapp. Kann man hier nicht umfahren? Wow! Ach, ich komme gar nicht rein, Leute. Ich habe gar kein Tor. Verdammte Axt. Oh, die rennen. Die rennen wie bekloppt. Guck mal, das zählt bestimmt. Dann brauche ich kein Tor bauen. Achtung. Läuft, läuft. Kopf nicht im Bild. Man hat gezählt. Das kommt in unser Archiv. Schönes Foto. Na gut, ich brauche doch ein Tor. So, ich soll einen fotografieren, der isst. Und der trinkt. Irgendetwas stimmt nicht. Das ist eine Untertreibung. Wie meinen Sie das? Die Tiere hier reagieren völlig anders als auf Isla Nublar. Ich konnte keine typischen Symptome des Ausgestelltwerdens erkennen. Diese zwei Dinge schließen sich gegenseitig nicht aus, Dr. Grant. Dr. Malcolm, ich denke... Ian, bitte. Ich denke, Dr. Malcolm hat recht. Aber wir müssen sicher gehen. So wie es momentan aussieht, wollen die Dinosaurier weder fressen noch trinken. Wir müssen das Problem ergründen. Schritt 1, sie mit Betäubungspfeilen ruhig stellen. Warum denn das nun? Betäube die in Panik geratenen. Okay. Machen wir. Da sind sie. Wie nicht getroffen? Hör auf jetzt. Nicht, guck mal. Den haben wir getroffen. Oh, wie weit muss er vor und hoch zielen? Und er dreht natürlich genau dann um. Okay, jetzt. Pass auf, jetzt. Wie er immer umdreht. Okay, wir fahren näher ran. Kann ich mich auch angreifen? Ich find's schade, dass ich nicht beim Zielen fahren kann. Ob das jetzt kein Treffer war.
bewegen sich aber auch unvorhersehbar. Der kippt schon mal um. Der auch. Die stehen bleiben einfach. Oh, es war aber ein Treffer. Als ob das kein Treffer war gerade. Hä? Den kriege ich jetzt, pass auf. Bam, der kippt schon mal um. Zwei sind umkippen. Der war auch getroffen. Alle betäuben ja, wa? Liste unten rechts zeigt an alle. Okay, jetzt müssen wir noch gucken. Wo sind die? Kommt raus. Kommt raus, wo immer ihr steckt. Da. Tiefsten Dickicht. Spielen mit mir. Toll, da komme ich gar nicht rein. Wie soll ich denn da rein? Als ich alle hab, sind die anderen wieder aufgewacht, glaube ich. Oh, jetzt kommt er. Bam, Junge, der kippt auch rum. Oh, den krieg ich. Bam. Lauf doch nach links. Okay, der ist auch umgekippt. Da war es nur noch einer. Da hinten bimmelt er rum. Hoffe, der wird grafisch noch besser. Ich glaube, der wird noch mal deutlich besser mit Ray Tracing und so. Das muss er eigentlich haben. Also das erwarte ich einfach. Jetzt, pass auf. Jetzt! Ah! Haben wir. Die Ergebnisse unserer Dinosaurier-Tests sind ein wildes Durcheinander. Offenbar wurden sie manipuliert. Was? Von wem? Theorien? Ich habe mehrere. Welche gefällt Ihnen am besten? Hammond meinte, dass eine andere Firma die InGen-Forschungsdaten stehlen wollte. Biosyn. Sie bestachen Nedry. John ist der Meinung, dass die Gier von Nedry und das Geld von Biosyn die Auslöser für das waren, was uns bei unserem ersten Besuch hier passiert ist. Hm. Und Sie glauben, das würde sich wiederholen? Vielleicht haben Sie nie aufgehört. Okay. Wir sollten es erst bekämpfen und dann den Schuldigen suchen. Wir müssen einen DNA-Sequencer erforschen und einsetzen, damit wir das fehlerhafte Genom neutralisieren können. Die Wissenschaft muss richtig liegen. Sonst werden die Dinosaurier verfälscht. Dr. Grant, solange wir eingreifen, werden die Dinosaurier immer verfälscht sein. Aber hier kommen gar keine, keine Gäste, richtig? Guck mal, das sind alles Mitarbeiter hier. Sieht zumindest so aus. So, ja, dürfte gleich fertig sein. Da unten ist er. Du. Die auf sich zeigt. Aber ich kann dich nicht antippen, Kumpel. Du kannst mir nicht helfen. Kitze, 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 gille, gille, gille. So. Das hätten wir. Verabreichen Sie dem Stegosaurier das angepasste Verhütungsmittel. Wir haben einen Betäubungspfeil auf Basis der Symptome entwickelt. Deren Ursprung liegt allerdings im innersten Kern der Dinosaurier, in ihrer DNA. Daher brauchen wir ein neu zusammengestelltes Genom und neue Brutvorgänge. Ah, ich muss das aber erst lernen, oder? Freischalten?
Nö. Gut. Aus dem Weg! Das ist eine etwas längere Mission, merkt man. Wow! Ja, ich hab's eilig. Wir müssen hier Verhütungsmittel verabreichen. Ein riesenlanger Weg. So. Ups. Nix passiert. So. I'm a Rinder. Ja, guck mal, die sind ja noch betäubt. Das ist ja easy. Behandeln wollen wir die. Bam. Da treffe ich wenigstens. Busch. Ja, toll, wie soll ich denn die jetzt im Busch treffen da hinten? Okay, der hat wieder nicht so viel Bullet Drop. Okay, das ist jetzt natürlich ein bisschen dumm. Er schießt in den Baum. Hm. Auf blauen Dunst einfach in den Busch schießen, oder? Was soll ich machen? Das ist natürlich echt ein bisschen dämlich jetzt. Ist das der hier vorne liegt? Nee, das ist nämlich einer dahinter. Moment. Der da ist es nicht. Hm. Ist das das? Ah ja. Und jetzt haben wir da hinten noch einen. Vroom. Wo denn? Wo denn? Da im Busch. Ah, hier. So. Die haben wir. Okay, und nu? Ach ja, guck mal, so viele Missionen gibt's. 7 Stück. Verstehe. Okay, Leute, dann machen wir an der Stelle erstmal einen Cut und sehen uns zur Mission 4 wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Vergesst den Daumen nach oben nicht. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss.